Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute möchte ich euch einen neuen Trading-Tipp vorstellen. Und zwar handelt der eigentlich rund um den Tag der Australier. Und zwar ist ja hier die neue Squad-Building-Challenge rausgekommen und dafür braucht man australische Spieler logischerweise und man kann die Special Card Cahill bekommen. Und ihr seht es hier, man braucht auf jeden Fall seltene Spieler, Goldspieler und vieles mehr. Also da kann man auf jeden Fall ein paar Trading-Tipps rausholen und das werden wir natürlich jetzt direkt machen. Und falls ihr mehr Trading-Tipps haben wollt, lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da und dann starten wir jetzt auch direkt rein mit den Tipps zum Tag der Australier. Also der erste Tipp lautet auf jeden Fall, dass ihr euch seltene Australier raussucht und die dann einfach einzelner sniped. Das geht ziemlich gut, weil diese Spieler halt stark gestiegen sind. Wir schauen uns das hier an. Bei Cahill, der liegt jetzt schon so bei über 1000 Münzen auf jeden Fall und den könnt ihr euch dann einfach so als einzelne Karte snipen und das geht eben auch mit vielen anderen australischen seltenen Spielern, aber da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Spieler bekommt, natürlich gering. Aber wenn ihr einen Spieler bekommt, dann könnt ihr extrem viele Coins machen. Der zweite Tipp ist dann eigentlich, dass ihr euch die Spieler erbietet, denn viele wissen ja jetzt gar nicht, dass eine neue Squad-Building-Challenge draußen ist und so und dass diese Spieler jetzt mehr wert sind. Und dann haben wir hier zum Beispiel einen 250er-Spieler, also der kostet 250 Münzen, ist aber selten. Dann geht ihr eben auf den Preisvergleich rauf und schaut einfach mal, was der so wert ist. Also 850 haben wir hier gerade gesehen und wir schauen jetzt einfach mal, wie viele Coins der gute Mann wert ist. Okay, der scheint auf jeden Fall sicherlich über 600 Coins wert zu sein, denn es wurden auch schon auf ihn so circa 500 Coins geboten und deswegen können wir jetzt einfach mal 300 Münzen auf ihn bieten und den dann eben später für 600 bzw. wahrscheinlich sogar noch mehr, also so für 750 verkaufen. Das wäre dann eben ein Gewinn von 450 Münzen und das ist doch auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Das geht natürlich bei Cahill genauso. Hier könnt ihr das sehen, da ist vorhin einer für 1300 Münzen abgelaufen und wir gehen jetzt mal direkt auf den Transfermarkt drauf und schauen nach, für wie viel Coins der eigentlich weggeht. Also 1300 Münzen merken wir uns und der ist aber im Moment natürlich mehr wert. Also ihr seht es hier, der ist 1800 Münzen wert. Der hier wird gleich ablaufen, also den können wir uns nicht mehr kaufen. Das ist ein kleiner Fehler von EA, aber den buggen sie nie, patchen sie nie. Es ist ein kleiner Bug und den patchen sie nie, genau so sagt man das. Auf jeden Fall habt ihr vorhin gesehen, der ist für 1300 abgelaufen, ist aber 1800 Münzen wert. Das heißt, das mit dem Erbieten geht im Moment auch richtig, richtig gut. Der dritte Tipp wäre, sich dann einfach Goldspieler von Australien zu snipen. Da gibt es aber leider nicht ganz so viele. Deswegen ist das ein bisschen problematisch. Da gibt es, glaube ich, 3, 4 Goldspieler oder so nur. Und deswegen kommen da natürlich nicht allzu häufig Spieler auf den Markt. Aber ihr könnt das natürlich auch mal probieren. Und wie man sniped, wisst ihr, denke ich. Also probiert das Ganze einfach mal. Und ja, dann kommen wir jetzt auch schon zum vierten von 5 Tipps, denn einen habe ich danach noch, das ist aber dann nicht wirklich ein Trading-Tipp, sondern ein Tipp zu der Squad-Building-Challenge allgemein, aber wir kommen jetzt erstmal zu dem vierten Trading-Tipp unter Anführungszeichen. Ich sage euch ja immer, dass ihr eure Packs behalten sollt und nicht verkaufen sollt, also diese Non-Rare-Gold-Karten und so, die solltet ihr eigentlich alle immer behalten und auch immer Silberspieler behalten und so weiter und so fort, damit ihr dann eben bei Squad-Building-Challenges Spieler habt und deswegen schaut einfach mal in eurem Verein nach, ob ihr irgendwelche Karten habt. Ihr seht es hier, ich habe nicht ganz so viele, aber der hier zum Beispiel, der ist so, 300 Münzen wert, den können wir auf jeden Fall reinstellen, also schaut einfach mal in euren Verein nach, ob ihr da irgendwelche Goldspieler habt von Australien, die jetzt im Moment mehr wert sind oder Silberspieler, die rare sind und verkauft ihr dann auf jeden Fall direkt. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum fünften und letzten Tipp und da geht es darum, wie ihr die Squad-Building-Challenge so günstig wie möglich abschließen könnt. Und zwar denkt man ja hier eigentlich, dass man ganz viele Australier braucht. Aber ihr seht es, man braucht nur 3 australische Spieler, nur einen aus der Hyundai A-League. Also kann man das auf jeden Fall verbinden. Das heißt, man braucht nur 3 australische Spieler, selten mindestens 7. Da steht aber nicht, dass das Australier sein müssen. Gold steht auch nicht, dass es Australier sein müssen. Vereine genau 8 steht auch nicht, dass es Australier sein müssen. Und bei der Team Chemie ist das ja sowieso egal. Von dem her braucht ihr eigentlich nur 3 australische Spieler, wovon einer aus der Hyundai A-League ist. Und da blende ich euch jetzt erstmal ein Beispiel ein. Das ist eine günstige Lösung, die habe ich auf Footbin gefunden und auf jeden Fall könnt ihr da sehr, sehr viele Coins sparen. Und ja, viele wissen eben nicht, dass man das auch so lösen kann, weil es halt der Tag der Australier ist und da geht man dann natürlich davon aus, dass man nur australische Spieler braucht. Aber man kann das auf jeden Fall auch so lösen und da könnt ihr euch auf jeden Fall sehr viele Coins sparen. Dieses Team kostet zum Zeitpunkt der Aufnahme nur 7000 Münzen.
Also für 7000 Münzen eine SBC Special Card, das ist schon ganz ordentlich. Und ja, Freunde, das war's jetzt eigentlich auch schon mit diesen 5 Tipps zum Tag der Australier. Und ja, Freunde, falls ihr mehr Trading-Tipps haben wollt, lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Checkt gerne noch meinen neuen Coins-Partner ab, fifacoin.com. Da habe ich auch ein Tutorial-Video dazu hochgeladen, wie ihr euch da die Coins leicht und schnell kaufen könnt. Also checkt das auch gerne mal ab. Und mit meinem Rabattcode STAR bekommt ihr nochmal 5% Rabatt bei eurer Bestellung. Und ja, Freunde, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich auch für euren krassen Support in letzter Zeit. Das ist einfach nur unglaublich. Und ja, dann sage ich auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.